Pass mal auf. Jetzt. Er läuft so langsam, er hat mich jetzt. Bam! Sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Nein! Wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? Sind die immer noch da? O'Neill, Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein. Aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrturm? Ja. Das ist es. Ich sehe einen Baum. Wie soll ich da denn hochkommen? Ja, der Baum ist schon hoch, ne? Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay, bin unterwegs. Ist. Ich habe hier so schön aufgeräumt, ne? Oh, nicht Spermaline, geh. Tschüss. Ja, tschüss. Meine Fresse. Man kann es ja auch übertreiben. Laufen jetzt hier auch diese Abgefuckten rum? Diese komischen Schnellen. Die finde ich echt creepy. Oh, das war so schön ruhig. Wie soll ich denn die jetzt besiegen? Okay, da die Kernseife reicht, was? Was denn? Hab ich den jetzt schon wieder gemacht? Oh ja, viel besser. Was ist besser? Dass jetzt noch mehr gekommen sind? Manu, lass mich in Ruhe. Ich kann auch nichts dafür, dass die so blass ist. Oh, du hast neue Sachen für mich. Das ist ja mal was ganz Tolles, du. Vollhorn. Hat er lange genug gedauert? Ah, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. So also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt hier Sinn. Auch nicht.
Es muss einfach nur funktionieren. Okay. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden Sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, hä? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss. Ja. Was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Danke. Wollt ihr sonst noch was wissen? Nee, du hast es jetzt voll kaputt gemacht. Der hat es jetzt so kaputt gemacht. Ist schon schlimm genug jetzt. Kapitel 4, wow, bin ich haben schnell. Sie gefunden? Ja. Sie sind tot. Aber glauben Sie mir, ohne die sind sie besser dran. Sie hatten vor, alle hier drin zu töten. Ein Alpha-1-Notfall, was? Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Sie sind ein echtes Arschloch, O'Neill. Wissen Sie das? Ich sehe das nur realistisch. Man kann nicht jeden retten. Du Arschloch. Das ist einfach nicht möglich. Die Notfallpläne gibt es nicht ohne Grund. Hätten Sie diese kranke Maschine nicht gebaut, wären überhaupt keine Notfallpläne nötig gewesen. Vielleicht. Aber das, was Sie geschaffen haben, ist ziemlich beeindruckend. Immer noch der Firma ergeben, was? Hoffentlich macht sich Ihre Loyalität bezahlt. Denn gerade sieht es so aus, als würden sie einen Scheiß auf sie geben. Was meinen Sie damit? Sie haben sie doch hier reingeschickt. Tut mir leid, ich wollte sie nicht verärgern. Hier, ich habe noch weitere hergestellt. Für ihre Mühen. Danke. Verstärkung kannst du knicken, ja. Hat er noch was zu sagen? Übrigens. Ja? Das Signalorden. Woher wussten Sie, dass dieses Signal von dem Kerl kam, den ich erwähnt hatte? Mein Kommunikator spielte verrückt, als sie sich melden wollten. Irgendetwas hat ihn gestört. Eine Frequenz, die ich noch nie gesehen hatte. Alma? Sie kam aus dem Lagerhaus, in dem sie waren. Kurz vor ihrem Anruf verschwand das Signal. Und dann, bam, war es beim Rathaus. Als sie sagten, dass er mächtig wäre und sie ihn verloren hätten, da erschien es mir logisch, dass er die Signalquelle ist. Von welchen Kräften sprechen wir denn hier? Er hat einige dieser Dinger beschworen, als hätte er sie kontrolliert. Dann hat er sich wegteleportiert. Erinnert mich an das letzte Mal im Stem. Alle in Union wurden vor dem Einsatz im Stam getestet. Die würden keine Psychos hier reinlassen. Ich bin hier. Mich hat man nicht getestet. Aber Sie sind kein Psychopath. Wohl wahr. Richtig? Ja, nicht so richtig. Noch so sorgvoll. Warum hat er wohl sein Lager beim Rathaus aufgeschlagen? Wahrscheinlich wegen des Stabilisierungsemitters, den wir dort aufgestellt haben. Dem... Rips Counter 1. Habt ihr aber nicht mitbekommen. Die vorübergehend einen Bereich einer Stem-Umgebung stabilisiert, die so dieses, so gepustet, so, nicht so langsam das Gas raus. Daher nutzen wir sie nur für musste sein. Scheint nicht wirklich zu funktionieren. Ja, Harrison und ein Sicherheitsteam sollten ihn aufstellen, als wir eintrafen. Hoffe, sie sind okay. Kommen sie mit? Ja, klar. Die Frage kann ich mir selbst schon beantworten. Nein. Vielleicht sollten sie mitkommen. Wenn ich Lily finde, schaffen wir es gemeinsam hier raus. Auf keinen Fall. Ich verlasse diesen Unterschlupf nur, wenn ich Union verlasse oder mich jemand dazu zwingt. Und wer zum Teufel ist diese Lily, von der Sie immer reden? Lily ist meine Tochter. Sie ist der Kern. Deswegen sind Sie so entschlossen, sie zu finden. Ja. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ich helfe Ihnen von hier aus, wenn ich kann, aber ich gehe da nicht raus. Sie ist noch ein Kind. Ich weiß, aber an meine Güte zu appellieren, wird mich von gar nichts überzeugen. Tut mir leid, so bin ich einfach nicht. Ja, habe ich bemerkt. Was für eine Flasche. Den kannst du ja voll in eine Tonne treten. Wie geht es eigentlich unserem Leben? Wie kann ich mein Leben anschauen? So, okay, wir trinken Kaffee. Ach, Lilly ist deine Tochter, auch schön. Guten Morgen. Hast du es auch mal kapiert? Und der Kern, ja. Sogar zwei Sachen hast du erfahren. Ich bin mir. Aber ich darf nicht. Aber warum wollen die so viel Schießpulver haben? Das ist doch kacke.
Was kostet das hier oben? 100. Hochwertige Waffenteile habe ich, das ist gut. Feuerrate. Hallo Levi. Jo, sollen wir mal zu Trudi gehen? Ich habe Angst, dass sie mich wieder erschreckt. Nein, das ist der falsche. Ich freue mich schon, sie zu treffen. War diese Tür schon immer da? Warum ist das jetzt schon wieder so merkwürdig hier? Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das? Eine Chance, ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Was? Das ist ja verrückt. Was ist? Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Ja, Gott sei Dank, weil ich verkacke ja sowieso, ne? Hä, warum soll ich denn jetzt schießen? Auf was denn? Oh, ich mit meinen Treffkünsten. Hä, auf was soll ich denn schießen? Auf den da. Wow. Oh, Trudi, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht treffen. Blöde Kuh. Ja, Trudi, blöde Kuh. Oh, den dicken. Und jetzt? Nicht schlecht. Was war das denn? Das war voll die. Ja, das war echt die matschige, richtig matschige Textur. Waffenteile 50. Okay. Wie jetzt? Oh, ich hasse sie. Darf ich nochmal oder was? Ach so, ich darf weitermachen. Schießstandmodus, was ist das hier? Da sein Highscore zu erzielen. Schieße, um Punkte zu erhalten. Ich habe keine Ahnung. Wow. Schaffe ich doch nie. Was? Jetzt habe ich das nicht gelesen. Hä? Ach so. Muss ich die auch? Wow. Hä, warum Strafe? Willst du mich verarschen? Warum kriege ich Strafen? Was willst du von mir? Das war ja gemein jetzt. Boom. Okay. Gott, wie schlecht. Ich bin enttäuscht! Was? Was ist denn mit dem, Alter? Was kriege ich jetzt dafür? Gar nichts, oder was?
Todi, willst du mich jetzt voll verarschen? Ach, ich muss 40.000. Oh mein Gott. Die Textur sieht echt geil aus. Wow, okay, chill mal. Ich weiß, am Kopf ist es mehr Punkte. Hauptsache, ich krieg überhaupt welche. Genau, du hättest doch auf die schwarzen Dinger nicht schießen können. Ach, auf die schwarzen hätte ich auch. Oh mein Gott, die habe ich gar nicht gesehen. Nee. Grünes Gel, 1000. Okay. Wow, cool, dass man hier Sachen kriegt. Ich probiere mal das nochmal. Die schwarzen habe ich überhaupt nicht gesehen. Nee, ohne Scheiß. Jetzt kommen noch mehr Farben, bitte. Scheiße. Verdammt. Sie sind etwas eingerostet, Detektiv. Ja, Entschuldigung. Ein bisschen hab ich aber was gekriegt, ne? Ja. Ist ja cool, dass man hier Sachen kriegen kann. Mach ich fürs nächste Mal wieder. So, wir haben ja noch so ein Dia-Dingsbild. Auf die grauen Bleche? Ich habe keine Ahnung. Noch wach, Kidman? Ich bin... Konzentration ist nicht mehr ganz vorhanden. Ich kann nicht glauben, dass Lily noch lebt. Das Feuer. Lily ist nicht im Feuer gestorben. Das weißt du jetzt. Sag das meinem Hirn. Und den Albträumen, die mich seit Jahren heimsuchen. Warum sie? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt. Warum meins? Ich weiß es nicht, Sebastian. Mobius hat Lily entführt, lange bevor ich dabei war. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle. Aber vielleicht siehst du ein Muster, weil du es willst. Weißt du, manche Verbrechen passieren einfach, ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nein, das kann ich nicht glauben. Wie auch immer, das Feuer ist eine Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Es war nicht deine Schuld, dass es dazu kam. Und du hast Lily nicht deswegen verloren. Vergiss das nicht. Mhm. Sehr oft taucht die aber nicht auf, ne?